Hallo, guten Tag. Mein Name ist Frank Riedel. Ich möchte Ihnen heute hier unseren Open Day in Niederwern präsentieren. Wir errichten hier 44 modulare Gewerbeboxen unter dem Konzept Streetbox. Das heißt, hier finden 44 Unternehmer ihr Heim, Kleinunternehmer, Startups, Gewerbeimmobilien in einer Einheitsgröße von 100 Quadratmetern, die über zwei Ebenen sich erschließen. Ja, und diese Baustelle wird hier Ende Juni fertig werden. Und wir sind ganz froh, dass wir heute hier diesen Tag mit Ihnen gemeinsam genießen dürfen und freuen uns auf das Projekt. Die kleinste Einheit, die sogenannte Streetbox, die hat von hier bis hier 50 Quadratmeter. Sie sehen, dort wird eine Treppe entstehen, die das Erdgeschoss mit dem Obergeschoss verbindet. Dort haben Sie nochmal 50 Quadratmeter Fläche im Obergeschoss. Und vorne haben Sie das Rolltor vorgelagert. Die Boxen sind zur Vermietung und zum Verkauf stehen die zur Verfügung. Das heißt, wer Herr unter eigenem Dach sein möchte, kann seine Box kaufen. Man kann auch zwei Boxen oder mehrere miteinander verbinden, dann kann man einfach die Flächen verdoppeln und zu seiner individuellen Nutzung dann selbst ausbauen und gestalten, wie man möchte. Ja, also wir sind ganz froh, dass wir in Niederwern uns ansiedeln können, in der Region Schweinfurt. Für uns eine tolle Region mit innovativen Köpfen im Lande Bayern. Das finden wir toll. Wir selbst kommen mit dem Konzept aus der Schweiz, aus der Westschweiz und haben dort über 1200 modulare Hallen schon in Betrieb, sind der größte Partner der kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Schweiz. Und haben jetzt nach den Standorten in Karlsruhe und Hanau hier unser drittes Projekt in Deutschland realisieren können. Ja, das ist unser zweiter Riegel. Also insgesamt entstehen hier auf dem Gelände 44 modulare Gewerbehallen und man sieht schon den Baustand. Wir sind hier sehr stolz, dass wir im Zeitplan liegen und werden eben Ende Juni die Anlage fertigstellen. Und ab dann freuen wir uns auf jeden Unternehmer, der sich hier ansiedelt. Ja, wir befinden uns im Obergeschoss der Anlage. Auch hier sehen Sie im Moment den Zustand, der noch zu teilenden einzelnen Boxen. Zwischen den Säulenreihen werden dann Wände gestellt, sodass man hier jeder in einem Planquadrat, so wenn ich mich hier mal reinstelle, sein Treppenhaus hat, wo er hochkommt und hier oben eine flexible Nutzung mit einer großen Fensterfront mit über 2 Meter hohen Fensterscheiben alle denkbaren Nutzungen hier machen kann. Man kann sein Büro einrichten, man kann Arbeitsplätze hier schaffen, man kann hier oben Aufenthaltsräume schaffen, alle möglichen Dinge, die man in seinem Gewerbe unterbringen möchte. Und ist dann mehr gedacht für Anlage? Und das gehört ja immer zusammen. Also ich sag mal, unten was schaffen, oben eine Pause machen oder vielleicht oben kommissionieren und unten verpacken. Wenn man an Produktion denkt, unten eine kleine Produktion oder eine Werkstatt aufbauen, oben das Personal beköstigen, buchhalterische Tätigkeiten und, und.